Mein heutiger Lesetipp bewegt sich eigentlich alles um die Lippe. Und zwar um Lippenstift und ihre Pflege. Weil das die aktuellen sind, das sage ich euch jetzt gerne. Ohne meinen Collagenis von Lena Rundenstein gehe ich nicht aus dem Haus, auch nicht in den Ausgang. Ganz wichtig, der tut die Lippen schön aufzoomen. Den trage ich auch auf meine Lippen, die schon Make-up drauf haben. Sodass es der Nude-Look bleibt eigentlich. Aber die Lippen ein bisschen, ja, saftiger, kann man sagen, aussehen. Vor allem meine sind ja nicht gerade die dicksten. Auch von Helena Rubinstein, der Lip Sculpture, den finde ich auch so irrsinnig. Den trage ich meistens aber auf am Morgen früh oder auch am Abend. Der tut die Lippen pflegen, vor allem mit einem gewissen Alter, wenn sie anfangen, ein bisschen einreissen um die Lippen herum. Braucht es ein bisschen mehr Pflege, bevor man überhaupt den Lippenstift auftragen tut. Lip Sculpture hat sich bis jetzt super bewährt. Ja, meine Damen, ich habe mich schlau gemacht und habe meine Freundinnen angerufen, die Make-up-Artistinnen sind und da genau wissen, was im Moment Trend ist. Bin durch die Regale durchgegangen und habe die besten Teile ausgesucht für sie. Und zwar ist immer die Frage da gestanden, ja, sollen wir jetzt mehr einen Lipgloss tragen oder einen normalen Lippenstift. Eigentlich alles ist erlaubt. Es sind einfach die Farben, die eine Rolle spielen. Und zwar sind auch frische Farben bei ihnen, eigentlich Nagellack, sind die frischen Farben sehr, sehr aktuell. Und ob sie jetzt eben das wollen mit einem normalen Lippenstift oder nicht, was aber sehr im Trend wird kommen, oder eigentlich schon ist, sind die, die eben länger anheben. Zwar die 24 Hours oder wie auch. Und zwar auch im Glossbereich. Und die zeige ich Ihnen gerne. Peach-Farben, Rosa-Farben, die sind sehr, sehr aktuell und geben dem Gesicht ja einen schönen Kontrast und sind sehr dekorativ, leicht zu auftragen. Ich habe jetzt das von Chanel genommen. Ich finde, das ist sehr, sehr, sehr angenehm, auch als Lipgloss.